Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen Raid Shadow Legends Video. Und es ist ja gerade ein Event, wir sind ja in der Woche vor dem Halloween Event und sie haben uns wieder ein paar Kleinigkeiten reingesteckt. Ich habe aber gedacht, ich halte mich zurück mit Beschwören und allem drum und dran, gebe keine Gems aus und nichts. Und habe dann nur meine 7 waren es glaube ich, Ancient Shards aufgemacht und hatte dann natürlich einen Pull dabei, der mich umgeworfen hat. Wo ist er denn? Hier ist er. Ich habe Bet El Kassar gezogen. In einem popligen Paar Charts öffnen beim Doppel-Event habe ich mir gedacht, oh, ich habe vorher noch drüber nachgedacht, machst ein Video dazu. Natürlich habe ich gedacht, oh, wegen 7 Splittern lohnt sich's aber nicht. Ja, hat sich doch gelohnt. Und da ich jetzt natürlich ihn dann angefangen habe zu bauen und zu booken, und alle meine Books in den ersten Skill reingelaufen sind, was nicht verkehrt ist bei Bet El Kassar, was aber viel wichtiger wäre, ist der zweite Skill. Also ich kann ja ganz kurz mal auf ihn eingehen, wer ihn noch nicht kennt. Er hat hier die Dark Sphere, greift damit alle Gegner an, heilt diesen Champion und alle Verbündeten um 20% von seinem Schaden. Das ist ein AOE-Schaden, er basiert auf Attack, er wird recht wenig Attack haben, weil ich ihn halt im Clan-Boss spielen möchte und in den Dungeons und ihn da eher ein bisschen auf Defense und HP baue, dass er halt stehen bleiben kann, statt auf Schaden. Also das geben einfach meine Runen nicht her. Ich habe jetzt auch erstmal ein paar Random-Sets drauf gemacht. Eigentlich ist das bei ihm auch in Ordnung. Man braucht halt nur gewisse Werte und ja, er ist jetzt noch im Bau. Aber ja, wie gesagt, und natürlich die Passive, dass sobald ein Poison auf dem Gegner liegt, machen alle meine Verbündeten 20% mehr Damage gegen diese. Und das ist halt richtig nice. Darum, er wird in allen Dungeons bei mir drinne sein. Er wird bei mir in den Clan-Boss gehören. Und er sieht natürlich einfach nur richtig aus. Also einer meiner Most Wanted Champions, den ich tatsächlich bekommen habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fehlt mir halt das doofe eine Legibook. Und Food habe ich schon vorbereitet, aber ich will jetzt aufs Halloween-Event warten, um ihn dann hochzumachen, ihn und Sepulcher. Und darum dachte ich mir, dann beschwöre ich doch einfach nochmal und hoffe im Tournament, mal ganz kurz hin, das lädt bei mir leider immer ein bisschen, im Tournament bin ich bei Champion Chase Tournament, bin ich hier. Und das heißt, ich hätte gern noch 1750 Punkte. Also roundabout 1800 Punkte. 1800 Punkte heißt natürlich 3 Leggies, was unwahrscheinlich ist. Aber wahrscheinlich mit noch ein paar, wie heißen sie? Epischen heißen sie. Kann man das dann doch noch schaffen und zur Not mache ich noch ein paar Grüne auf und da dachte ich, wenn ich mir jetzt einfach nochmal 20 über die Gem-Packs kaufe, dass ich das dann direkt mit euch mache. Ich weiß, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade heute Sonntagvormittag, habe gerade Stream geguckt, wie andere Streamer aufgemacht haben, wo dann 4, 5 epische pro 10er Drop getroppt sind und ja, das würde mir schon lang und darum habe ich gedacht, nämlich die 1800 Gems, die ich eigentlich nicht ausgeben wollte, in die Hand, um das zu machen. Ich habe ja das Daily Gem Paket laufen, das heißt, man kriegt auch immer wieder welche nach und ich bin natürlich kurz davor, hier bei den Missions, muss jetzt ein Spirit Champion auf 6, also auf 6 violette Sterne bringen, das wird bei mir Sepulcher sein und dann habe ich direkt, ah Mist, dann kommt erstmal ein Magic Champion. Muss ich gucken, wen ich da dann auf 6 Sterne und 6 violette Punkte mache. Ich mache das halt immer gleich sehr ärgerlich. Und ich dachte eigentlich, wenn man das hat, dann tickt er hier einfach durch. Aber nein, man muss es machen. Ja, auf jeden Fall werde ich dann hier einfach mal durchgehen, dass ich dann halt bald meine Arbeiter kriege, weil weit bin ich nicht mehr davon entfernt. Und es gibt auch, glaube ich, nichts mehr, was mich aufhält. Na klar, hier so Damage am Dämonenlord, hier das letzte Mach. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er das in einem Run meint, das werde ich dann sehen. Aber wie gesagt, ich fühle mich da auf gutem Weg und da ich ja auch schon meine
dank des Bugs jetzt ganz frisch meine Great Hall hier auf 10 gemacht habe. Das dachte ich, werde ich nie schaffen. Aber dank des Angriffsbugs oder des Botlisten-Bugs, wie auch immer man es nennen möchte, habe ich es wohl geschafft. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wir machen erstmal die zwei einzelnen. Ich freue mich über jeden Epic, der mir Punkte gibt. Natürlich freue ich mich auch über jeden Legendären. Da will ich gar nicht mal so sein. Ich habe es wieder auf Englisch gestellt. Das ist, weil ich manchmal Plusdecks und manchmal im eigentlichen Spiel bringe. Aber er gönnt mir keine Epics. Mindestens hier erst nochmal popelige 10 Punkte. Jetzt gehen wir zurück. Und machen 1000 Punkte. Das sind 4 Epic. Oder ist da noch ein Legendärer dabei? 2 Epics. Nee, jetzt 4 Epic. Oh, nice. Nice. Taurus, nice. Okay. Also den Taurus, da habe ich schon einen, der ist noch nicht gebaut, aber den würde ich mal aufheben. 1000 Punkte. Und ich habe gesagt, ich brauche 1800. Richtig gut, weil egal was jetzt kommt, 800 Punkte mache ich zur Not mit grünen Charts auf, auch wenn ich mir die natürlich auch lieber aufheben würde. Also es wäre jetzt schön, wenn wir jetzt nochmal zwei Epics kriegen würden. So in der Viererrunde halte ich das fast für unmöglich, aber wir gucken. Wir sehen wenigstens die Punkte nicht mehr vorher. Epic. Oh, schlecht. Oh. Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht. Jetzt natürlich, ich bin randvoll. Ich bin randvoll. Jetzt gucken wir mal auf die Punkte. Habe ich sonst noch eine Chance? Mal 800. Komm, lad mal schneller. So, Champion Chase Tournament. Haben wir noch 22 Stunden Zeit? Das Epic Buch haben wir. Ich brauche. Dauert ja immer ein bisschen. Aber ich bin weiter weg als erhofft. Das heißt, ich würde tatsächlich noch mal für 10 Platz machen, auch wenn mir das in der Seele wehtut. Da wollen wir hin. Du und du. Ja, die möchte ich opfern. Gibt natürlich gleich fürs andere Tournament Punkte. Und wie gesagt, ich will ja Sepulcher und meinen Bad L jetzt im nächsten Event. Ich hoffe, dass es dann ein Event ist und kein Turnier. So, und nehmen wir mal, glaube ich, noch einen schnell hochmachen. Müsste jetzt doch genau auf 40 sein. Wir kriegen ja 11, gell? So. Nehmen wir noch einen roten mit. So. Also das ist ja alles verschwendet. Es tut mir ein bisschen weh um die Energie. Aber tatsächlich ist mir das Leggybook jetzt für Bad L wichtig, dass ich ihn halt schnell. Bei vielen anderen Helden hätte ich es nicht gemacht, aber Bad L, einer der mich halt überall total boostet. Und selbst wenn es in den zweiten, in das zweite reingegangen wäre, also in den zweiten Skill, dann hätte ich auch nichts dagegen, nichts gemacht, aber da jetzt alles in den ersten Skill reingelaufen ist, ja. So, aber das ist das Letzte, was ich ausgebe. Muss ich nämlich hier mal ein bisschen aufräumen in meinem Lager. So, durchatmen, den einen machen. Bin fast am Überleben. Oh, 10 Punkte. Ich hatte mir doch vorhin auch als erstes. Ja, komm, in Szene. Ich habe gerade kurzzeitig überlegt, es
580 Punkte, also zwei epische sind dabei. Sehr nice. Nochmal eine Sepulcher. Nice. Und Luria können wir nicht meckern. Und das sollte es gewesen sein mit den Punkten, weil den Rest mache ich jetzt über grüne Charts. Und ja. Nächstes Mal zeige ich euch dann meine abgedateten Teams, wenn dann Bat-L voll ist und Sepulcher, hoffe ich, dass ich dann auch wirklich mal Ultra Nightmare dann rennen kann im Clan-Boss. Das werden wir aber alles beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet auch Glück bei den Doppelbeschwörungen. Eigentlich hoffe ich, dass ihr klüger wart wie ich und gespart habt fürs nächste Event, aber irgendwie mag ich, wenn ich Charts habe, will ich sie raushauen, wenn doppelt ist. Der Kick des Neuen, und es hat sich ja auch gelohnt mit Bat-L. Darum, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.